Ja, die einfache Antwort ist natürlich, dass man mit einem Text nie fertig ist. Ja, das ist klar. Und das stimmt auch gewissermaßen, aber auch nicht so für immer. Selbst bei Hausarbeiten würde ich sagen, in gewisser Weise ist ein Text nie fertig. Da stimmt nie jedes Wort. Ich lese manchmal von mir bereits gedruckte Texte und merke, das hätte man noch präziser formulieren können. Das hätte man vielleicht noch anschaulicher darstellen können. Hier fehlt vielleicht auch inhaltlich noch ein weiteres Argument, das die Sache erst rund werden lässt. Ich glaube, man darf sich da auch die Freiheit nehmen zu sagen, jeder Text ist vorläufig. Denn das grundsätzlich Unabgeschlossene, das immer Offene, das ist ja ein Kennzeichen von Wissenschaftlichkeit. Aber ich weiß auch, selbst wenn ich alle Zeit der Welt hätte, auch dieser Text wäre nicht perfekt. Nur eine fertige Dissertation ist eine gute Dissertation. Also es ist, glaube ich, wirklich so, dass man irgendwas abliefern muss, irgendwas haben muss. Ich habe schon im Studium viel journalistisch gearbeitet für Tageszeitungen. Damals besonders, als ich in Berlin studiert habe, für den Berliner Tagesspiegel. Und das war eine wahnsinnig gute Erfahrung, weil da gibt es eine Regel, die die allerwichtigste ist: Du musst rechtzeitig liefern. Ist ja auch völlig klar, eine Tageszeitung muss am nächsten Tag erscheinen. Und wenn du deinen Text nicht lieferst, dann lässt du alle anderen hängen. Dieses, oh, ich bin nicht fertig und muss ich dann nicht noch dieses und jenes. Das hat auch ein bisschen, das birgt die Gefahr, zu einer Ausrede zu werden. Ich persönlich mache es so, dass ich immer noch mindestens, also im Optimalfall 2 Wochen vor der Deadline fertig bin. Aber so, dass ich wirklich dreimal durch den Text gegangen bin. Dann kann ich ihn immer noch mal draufschauen, ja. Und häufig hat man dann wieder selbst auch einen frischen Blick und sagt entweder, ja, ist gut, oder sieht doch noch irgendwo Sache, die man noch nachbessern möchte. Wenn ich das Gerüst habe, Fragestellung, Ergebnis und zentrale Argumentationsschritte, dann habe ich schon so einen ganz wichtigen Punkt. Und der muss in sich rund sein. Und das heißt, in sich rund ist, wenn man den Eindruck hat, ich habe am Anfang eine Fragestellung beschrieben und ich habe sie am Ende beantwortet. Oder ich habe am Ende wenigstens so klar gemacht, wie weit ich sie beantworten konnte und dann auch noch offene Fragestellungen identifiziert, die dann am Ende eben auch klar gemacht werden, weil die Identifikation von offenen Fragen ist ja auch ein Beitrag zu einer Diskussion. Das heißt, die Frage, wann ein Text fertig ist, ist letztlich eine Entscheidungsfrage. Also ich bin nicht fertig mit einem Text, sondern ich entscheide mich, dass dieser Text jetzt fertig ist, dass ich ihn als fertig bezeichne.